Überrascht, wie viele gekommen sind nach dem gestrigen Abend. Kann man mich gut verstehen? Ich bin ein bisschen heiser so durch die letzten Tage, aber alles super. Ja, 2 Jahre Plugin-Support. Darüber möchte ich sprechen. Ich werde keine Anleitung geben, wie man Plugin-Support macht, sondern einfach erzählen, was ich so die letzten 2 Jahre erlebt habe. Ich habe eben vor 2 Jahren angefangen, ein Premium-Plugin zu entwickeln und zu veröffentlichen, Advanced Ads für Anzeigenmanagement in WordPress, und war mir von Anfang an bewusst, dass ein großer Teil der Arbeit darin besteht, Support zu geben irgendwann. Ja? Wenn der Code fertig ist, alle Bugs behoben sind, dann ja, ist das ein großer Teil. Das hat sich auch bewahrheitet, und ja, da aus diesen 2 Jahren möchte ich gerne ein bisschen erzählen. Okay, Vorschusslorbeeren machen es nicht leichter. Ja, ganz kurz, keine Wikipedia-Definition, aber was verstehe ich eigentlich unter Support? Für mich ist Support eigentlich alles, was dem Nutzer hilft, mein Produkt ja, für sich hilfreich einzusetzen. Das heißt, es ist nicht nur das, was viele vielleicht auch schon kennen, so ein E-Mail-Support, ich schicke irgendwo eine Nachricht hin und bekomme eine Nachricht zurück, sondern es ist eben auch zum Beispiel jedes Feature. Ja? Jedes Feature kann Support nach sich ziehen. Also muss ich mir manchmal überlegen, ob ich ein Feature wirklich einbaue. Ein Label, ja? Je nachdem, wie ich ein Label nenne, wie gut der Nutzer das versteht, das beeinflusst sehr stark, wie viel Supportaufwand nachher in den Nachrichten ist. Also Support ist für mich etwas bisschen Größeres als nur so E-Mail-Support, aber ich werde natürlich größtenteils so auf Nachrichten, die ich so mit Nutzern mir auch mal hin und her schicke, eingehen. Wenn es um Support geht, habe ich 2 Prämissen. Einerseits möchte ich Anfragen vermeiden und andererseits möchte ich die Nutzer ermuntern, Anfragen zu stellen. Was heißt das? Ich möchte versuchen, alle Anfragen, alle natürlich Probleme, Verständnisfragen irgendwie für den Nutzer an der Stelle zu klären, wo er sie gerade hat, und ja, vermeiden, dass er mir schreiben muss, also eine Dokumentation zum Beispiel. Ja, oder wie ich schon meine, ein gut selbsterklärendes Label. Ja, das ist alles, das vermeidet alles ein Supportaufkommen. Auf der anderen Seite, wenn jemand dann aber eine Frage hat, ein Problem hat, dann soll er mich möglichst einfach erreichen. Darauf gehe ich jetzt noch ein. Also das eine ist Anfragen vermeiden, habe ich schon gesagt, Dokumentation. Die ist sehr ausführlich geworden in den letzten 2 Jahren. Dann FAQs, nicht nur haben, sondern auch verlinken. Ich habe vorher bis vor einer Weile eine FAQ-Seite gehabt und eine Kontaktseite, und mittlerweile sind die FAQs auf der Kontaktseite. Und das hat auch nochmal geholfen, weil die Leute ja immer erst den Kontakt suchen, manchmal die Anfragen zu verringern. Ja, weil die Leute quasi, da war der Kontakt, und darunter, falls du aber diese Fragen hast, dann guck doch da erstmal nach. Und ja. Feature Requests, das ist so ein schönes Thema. Umgang mit Feature Requests, da kann ich später noch was sagen. Ich hab eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, Feature Requests öffentlich zu sammeln. Also, dass die Nutzer sie mir nicht schicken, sondern dass ich eine Seite habe, wo Nutzer selbst Feature Requests eintragen können und andere Nutzer können abstimmen dafür. Das hat bei mir fast alle Nachrichten, was Feature Requests angeht, ja, minimiert. Ich habe auch zum Beispiel auf WordPress.org gibt es die kostenfreie Version, da gibt es einen Sticky Post, der auch heißt Feature Requests, also weil dort kamen häufig dann die Feature Requests, da steht der Link dann auch drin, und seitdem muss ich seltener Nein sagen. Nein sagen ist auch ein Thema, da gehe ich auch nochmal gerne drauf ein. Aber das ist schön, wenn man solche Nachrichten sammeln kann, und vor allen Dingen hilft es zu sehen, ja, welche Prioritäten die Nutzer dann haben. Ja, es gibt ja Feature Requests, die sind irgendwie für die Nutzer, für den Einzelnutzer wichtig, aber für andere nicht. Und so eine Voting-Seite hilft es ganz gut zu kanalisieren, und es hilft auch, Nein zu sagen. Also wenn ein Nutzer sieht, ich habe den Feature-Wunsch und der ist aber auf der Request-Seite auf Platz 40, dann sieht er wahrscheinlich auch ein, dass er der Einzige ist mit so einem Request. Wie gesagt, und das sind aber alles Sachen, wo ich schon gar nicht mehr E-Mails bekomme. Ja, auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, ich möchte gerne, dass die Leute Kontakt aufnehmen.
Und ich habe mich da für eine Strategie entschieden, einfach sehr viel Persönlichkeit reinzubringen. Ja? Überall findet ihr mein Bild zum Beispiel. Das ist das Widget, was auf der Plugin-Seite selbst ist. Das Bild gibt es natürlich auf WordPress.org. Wenn ich antworte oder irgendwo hinschreibe, gibt es eine Anrede, es gibt meinen Namen drunter, einen Gruß von Thomas, ja, auch eben auf WordPress.org. Ich denke, das hat sich bestätigt in den letzten Jahren, dass die Nutzer dann das Gefühl haben, da ist wirklich ein Mensch, ja, da ist nicht irgendwie eine Firma, ich weiß nicht, in welches Callcenter das jetzt geht oder so. Und dass sie dadurch auch ihre Erfahrungen teilen, auch mal ein positives Feedback teilen. Und natürlich meine Hoffnung ist, dass ich dadurch häufiger Fehler aufspüren kann. Ja? Also ein Nutzer, der das Gefühl hat, er kann mich kontaktieren über einen Fehler, der macht das vielleicht häufiger, als dass er zu einem anderen Produkt zum Beispiel wechselt. Ja, dann habe ich in den letzten 2 Jahren sehr viel über Nutzer gelernt. Ich habe vorher auch viele Plugins genutzt. Ich war viele Jahre selbstständiger Entwickler und der Haupt Ja, Ort, wo ich diese Plugins runtergeladen habe, war WordPress.org, und dann liest man sich ja manchmal so die Reviews durch und das Support-Forum. Und wenn man dann überlegt, ein Plugin zu bauen und da zu veröffentlichen, und ich hatte auch schon ein paar freie Plugins dort, dann denkt man, oh Gott, also was tue ich mir da an? Ja, es ist, man findet ja auch ab und zu mal nicht sehr respektvolle Kommentare. Meine Erfahrung ist mittlerweile aber doch, dass die Nutzer sehr dankbar sind. Also dass man als, wenn man Support gibt, auch beeinflussen kann, wie so die Atmosphäre in so einem Forum ist. Und da ich doch eben auf WordPress.org, auch über einen Live-Chat auf der Seite, über E-Mail-Support antworte, auch zeige ich nachher, versuche mich sehr in die Probleme einzudenken und einzufühlen, merke ich, dass so ein Feedback auch zurückkommt, dass die Nutzer dankbar sind. Also macht sich zum Beispiel in den Reviews auf WordPress.org deutlich. Also ich bin sehr stolz auf meine 4.8 und die meisten heben den Support hervor. Ja, also da hatte ich mehr Angst, als es vielleicht berechtigt war. Was ich auch gelernt habe, ist, dass Nutzer ja wirklich die Dokumentation lesen. Also es gibt immer mal wieder so Zeiten, da gibt es, oder gab es, muss ich sagen, mittlerweile, Anfragen sehr häufig. Ja, wie mache ich das? Wie erstelle ich die erste Anzeige zum Beispiel? Oder wie kann ich eine Anzeigenrotation erstellen? Und sobald ich dazu in der Dokumentation eine Seite geschrieben habe und sie am besten auch in der FAQ-Seite verlinkt habe, hört es fast vollständig auf. Also ich muss wirklich sagen, die Nutzer wissen wahrscheinlich auch, dass, wenn Sie eine Anfrage erstmal stellen, dann müssen Sie auf die Antwort warten. Und wenn man sitzt und möchte es endlich fertig machen, dann guckt man doch lieber nochmal in die Doku, ob da die Lösung ist, damit man gleich weiterkommt. Und das machen Sie. Und was ich auch merke ist, es ist schon so, dass die meisten Nutzer natürlich keine Entwickler sind. Aber sie geben sich alle Mühe, wenn man ihnen eine richtige Anleitung schickt, zum Beispiel so einen Debug-Log zu bekommen. Ja, Debug kann man ja aktivieren, man kann Debug-Log aktivieren, um eben zum Beispiel PHP-Fehler aufzuspüren. Und wenn ich das wirklich brauche, dann schicke ich den Nutzern einen Link, wie sie das machen können. Und das ist dann nie ein Problem. Dann kriege ich das eben auch von einfachen Redakteuren zurück, die dann der Anleitung gefolgt sind und das machen. Also da muss ich sagen, wenn man Leuten erklärt, wie was geht, dann helfen sie euch auch gerne, indem sie sich eben durch solche Sachen wurschteln. Ja, wo ich auch anfangs Überlegung hatte, man hat ja diese ganzen, also jetzt größeren Firmen schon, die groß Plugins und Themes verkaufen, die alle sagen 24/7 Support, ja, rund um die Uhr, so, wir schlafen nicht, also klar, die haben es etwas anders geregelt, aber da muss ich sagen, auch das, damit habe ich kein Problem. Also ich habe relativ normale Arbeitszeiten, ich muss essen, ich muss schlafen, manchmal mache ich auch Urlaub und Wochenende. Und da hatte ich nie ein Problem, also dass ich gemerkt habe, irgendwo die Leute erwarten von mir, dass ich sofort antworte. Es ist sogar manchmal also eher so, dass so nach einem halben oder dreiviertel Tag, wenn ich dann antworte, dass es dann trotzdem nochmal, oh, danke für die schnelle Antwort, zurückkommt. Und ich denke, es liegt auch an einer Sache, die ich gemacht habe, das ist auch ein Widget von mir auf der Seite. Das ist ein anderes Widget für die, die nicht Deutsch sprechen, also ich habe da 2 verschiedene Versionen. Aber das Made in Germany ist immer da. Was den Leuten eben auch sagt, die meisten Kunden sind eben
aus den USA, Leuten sagt, Mensch, eigentlich war es als Qualitätssiegel gedacht, aber eben auch sagt, Mensch, der ist in einer anderen Zeitzone, ich rechne einfach damit, dass das ein bisschen später kommt. Ja. Sagt dem einen oder anderen vielleicht auch, Mensch, ich gucke doch nochmal in die Dokumentation, weil es kann ja länger dauern. Ja. Aber ich gehe sehr offen damit um. Ja. Also ich bin da, wo ich bin, ich muss schlafen, ich habe Urlaub, nicht so oft, aber ja, heute Morgen habe ich schon die Support Queue abgearbeitet. Ja, na gut, und die Deutschen, die wissen natürlich dann eindeutig, okay, der ist in meiner Zeitzone und so. Das ist ja auch ganz gut. Ja, kommen wir so zu Nachrichten, die mir Nutzer schreiben. Ich gehe grundsätzlich an jede Nachricht so ran, dass ich mir überlege, was steckt da jetzt hinter. Ja? Nicht einfach nur, was will der jetzt wissen, sondern was kann ich noch optimieren, damit er diese Nachricht zum Beispiel gar nicht mehr schreibt. Was habe ich falsch gemacht? Wo müsste ich in der Doku noch einen Link machen und so? Also das ist meine Grundprämisse, wenn ich eine neue Anfrage bekomme. Und dann hatte ich bei, ich habe eigentlich Kommunikationswissenschaften studiert, dort früh im Studium schon ein Modell kennengelernt, was ich jetzt auch anwende, wenn ich Nachrichten lese. Das ist ein Modell der vier Seiten einer Nachricht. Da gibt es die Aspekte, also man geht davon aus, dass eine Nachricht vier Aspekte hat. Das ist einmal der Sachaspekt. Also ich habe das Plugin installiert und sehe einen weißen Bildschirm. Ja, das ist erstmal die Sachinformation. Dann steckt hinter dieser Nachricht eine Selbstoffenbarung. Das ist das, was der Nutzer über sich selbst sagt. Ich sehe einen weißen Screen, Hilfe, ich bin überfordert. Dann gibt es den Beziehungsaspekt. Was denkt er über mich? Also du hast das Ding gebaut, jetzt, ne? Kümmer dich mal drum, du musst das doch wissen. Du bist vielleicht intelligenter als ich oder du bist verantwortlich dafür. Und dann gibt es den Appell, mach's heil. Ja. Oder schick mir die Informationen, wie ich es machen kann. Und das ist auch sowas, wo ich, also manchmal bekommt man ja Nachrichten, die etwas kryptisch sind, wo ich so in Gedanken natürlich nicht sehr intensiv und ausführlich, schreibe da kein Paper drüber, aber die einzelnen Schritte durchgehe und überlege, okay, jetzt, wie geht es dem vielleicht gerade? Ja, ist er aufgebracht? Ja, dann ist es vielleicht gut, als Antwort auch so ein bisschen darauf einzugehen. Ja, tut mir leid, dass du jetzt diese Probleme hast, ja, dass du so viel Zeit investiert hast, jetzt bin ich da. Ja, das ist viel wichtiger als manchmal die Sachinformation. Und genau das ist es. Also, was ich ja, auch bei anderen gemerkt habe und mir lange überlegt habe, wie ich antworte, ist, dass viele auf Support-Anfragen mit Argumenten antworten. Das heißt also, ich zeige da gleich noch ein Beispiel, da ist irgendwas kaputt und dann wird zum Beispiel sowas gesagt wie, ja, aber ich habe es nicht gemacht oder ja, aber du hast das gemacht. Wichtiger ist natürlich, wo ist die Lösung? Ja? Also ein Problem ist erstmal da muss man nicht lange rumdiskutieren, warum es da ist, da kann man technisch versuchen, das vielleicht in der Zukunft zu verhindern, aber ich versuche immer zu überlegen, okay, was ist für den User der nächste Schritt, damit wir zu einer Lösung kommen, ja, ohne ihm lange zu erklären, warum das jetzt irgendwie gerade passiert ist. Und da habe ich ein Beispiel genommen für einen, es ist ein Wettbewerber, weil ich habe hoffentlich kein solches Beispiel bei mir im Support. Da hat sich ein Nutzer Nutzer meinte einfach nur, dass die Anzeigenstatistik nicht funktioniert, wenn er Cache installiert hat. Ja, und die Antwort war, dann nutzt das nicht. Also, dann nutzt die Statistik nicht. Und dann die Erklärung, Statistik funktioniert eigentlich ganz super, aber eben Caching-Plugins und Crap like that, die machen das kaputt. Ja, also, keine Lösung da. Und was ich hier viel, viel schlimmer finde, ist, dass dem Nutzer suggeriert wird, er hat es kaputt gemacht. Er hat sich für eine Kombination entschieden, die macht das kaputt und hat jetzt eben Pech. Und das versuche ich irgendwie zu vermeiden, indem ich den Nutzer eben nicht einfach bloßstelle, gerade nicht in so einem öffentlichen Forum, das ist hier von WordPress.org, sondern eben gucke, okay, wie ist er, wie kann ihm geholfen werden, wie kann er sich vor allen Dingen besser fühlen. Ja, und da habe ich ein Beispiel aus meinem E-Mail-Support mal genommen. Das könnt ihr kurz lesen. Geht grundsätzlich darum, dass was für den Nutzer nicht funktionierte in der Pro-Version. Und
er gleich mit einem Dispute bei PayPal droht, um sein Geld zurückzubekommen. Ich sehe einige lächeln, also das ist wohl bekannt. Und das ist meine Antwort. Und ja, ich versuche eigentlich erstmal den Druck rauszunehmen. Und trotzdem noch was für mich zu gewinnen, nämlich die Erkenntnis, woran es vielleicht liegt. Ich habe ihm einfach, ohne irgendwie noch zu diskutieren, wie gesagt, keine Argumente, den Refund gesendet, einfach den Druck aus der Situation zu nehmen. Und dann habe ich das bekommen. Also er hat sich dann entschuldigt, dass auf seiner Seite vieles nicht in Ordnung ist, also dass es gar nicht mal an meinem Plugin liegen muss. Ja, und er lobt mich sogar noch für meine Arbeit. So. Und das sind Sachen, geht jetzt, wenn ich das so erzähle, alles sehr schnell. Aber erstmal sitzt man da, man ist ja auch Mensch. Ja, und dadurch, dass ich das überall personalisiere, steht auch häufig mein Name drin. Ja, dann fühlt man sich angesprochen. Dann denkt man, okay, jetzt, was habe ich da falsch gemacht? Ja, das belastet einen auch. Aber ich habe eben gemerkt, auch solche Nachrichten, also wenn man versucht, sich in den anderen einzufühlen, dann entspannt sich das. Und ich erhalte dann wirklich sehr viel positives Feedback einfach. Ja, da möchte ich mal wissen, was ihr darauf antworten würdet. Ideen? Ja, klar. Das ist also, da gibt es jetzt keine ganz richtige Antwort. Kann ich auch keine Empfehlung geben. Also einfach mal ein Beispiel, was so passieren kann. Ja. Ja, die meisten, also ich habe 6 Premium-Erweiterungen, die von 9 bis 29 Dollar sind einzeln. Dann gibt es ein Bundle für 69 Dollar für eine Single-Site und dann kann man mehrere Seiten Lizenzen erwerben. Ja, also in Vietnam vielleicht ein bisschen ein Auto schon, oder? Nein, also ich will gar nicht über die Situation lästern, natürlich. Ne? Es gibt Leute, die sich das nicht leisten können. Und was ich hier einfach sagen will, ist, man kann diese vier Seiten analysieren. Ne? Ich kann feststellen, okay, er möchte eine Seite aufbauen, er hat das Geld nicht, das verstehe ich. Ist in einer komischen Situation, weil er es trotzdem nutzen möchte. Ich kann mich noch so emotional einfühlen, aber was soll ich jetzt tun? Ja, ich habe die Möglichkeit, eben einen Discount zu geben. Das Problem ist, ich schaffe damit einen Präzedenzfall. Also wenn ich Ja sage, dann muss ich zu jedem Ja sagen, auch wenn es niemand anderes liest, ja, aber irgendwo muss man auch, also man kann nicht mit jeder so einer Anfrage erstmal von neuem anfangen, darüber nachzudenken. Oder ich gebe eben keinen Discount. Ja. Also ich gebe grundsätzlich keinen, außer es gibt schon irgendwo einen Discount-Code auf irgendeiner Seite. Ja, im Moment gibt es da keinen, aber wenn es doch mal, manchmal schreibt jemand über das Plugin und kriegt dann auch einen Discount-Code von mir und dann schicke ich mal so den Hinweis so auf die Seite, guck doch mal da. Ja. Aber ansonsten, ich habe eher schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die ja, als erste Nachricht gleich nach einem Discount fragen. Ich weiß nicht warum, aber das sind erfahrungsgemäß die Nutzer, die am meisten Support benötigen, am meisten an die Hand genommen werden müssen und auch Support als etwas Selbstverständliches verstehen, ist falsch. Ich finde es selbstverständlich, ich finde es wichtig, aber irgendwo nicht die Grenzen so richtig, auch von deiner von dir persönlich, ja, was du auch aufnehmen kannst, respektieren können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja? Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen, vielleicht habt ihr da eine Idee. Bitte? Mit Kunden, ja. Ja, natürlich. Vieles kann man auch auf Kunden beziehen. Ja, das kam heute Morgen. Ja, erstmal, also ich schreie das jetzt nicht so, das kam genau so. I cannot make your app work, please help. Und dann war halt, okay, das ist so allgemein, ja, was willst du denn eigentlich machen? Ads. So, das ging so ein bisschen weiter. Ja, so, ich frage, mache mir Gedanken so, versuche mich einzufühlen, was kommt da? Und dann immer so einfach. Und dann kam die Frage, also das ist 1:1 reinkopiert, can you do it? Also, ne, kannst du das für mich machen? Ja, weil, also die Frage ist dankbar in solcher Kommunikation, weil dann schicke ich meine Preisliste. Und dann war die Kommunikation zu Ende. Ja, weil klar, wenn ich jetzt jemand einrichte, das ist ein Service,
der kostet Geld und dann ist das Thema erledigt. Das ist ein sehr einfaches Nein. Ja? Also ich mache es, also ich richte Sachen auch für Kunden ein, wenn sie es wollen, aber es gibt ja schon so Sachen, da, also Kommunikation, da merkt man, dass da dann nichts mehr zurückkommt. Das ist geil, das ist so, das habe ich auch vor 2 Tagen bekommen. Also ich will niemandem, also wer jetzt nicht weiß, wo hier das Problem steckt, also das ist, ich hatte auch mit anderen darüber diskutiert, das kann man auch irgendwie lösen, aber Millimeter ist irgendwie nicht so. Ja. Gut. Kommen wir zum Helpdesk-Setup. Ich bin mittlerweile bei HelpScout, das aber erst seit diesem Jahr. Ich habe angefangen mit einem ganz einfachen E-Mail-Support. Also anfangs wusste ich ja noch nicht, wird das Projekt groß, ist da überhaupt Interesse, und dann habe ich einfach überall meine E-Mail hingepackt. Funktioniert auch super, kann ich eigentlich also empfehlen, bevor man jetzt irgendwie ein kompliziertes Helpdesk-Setup einrichtet. Nur man sollte doch nicht so wie ich den Fehler machen, dass man seine persönliche, also nicht private, aber irgendwie direkte E-Mail-Adresse rangibt, sondern vielleicht eine eigene Support-Adresse einrichten. Ja, also statt thomasmeier@webgilde.com gleich support@wp-advanced-ads.com. Das ist der einzige Tipp, den ich da für den Fall mitgeben würde. Dann, als ich gemerkt habe, das Projekt funktioniert, es entwickelt sich und ich werde da längerfristig bei bleiben, habe ich ein Redmine genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Bug-Tracker, was man dem auch ein bisschen aufbohren kann. Dann hat man den Vorteil, dass schon die einzelnen Nachrichten in so auf einer Seite sind, ein Thread, dass man sich Notizen machen kann, dass man vielleicht auch jemandem anderen das schon rüberschieben kann. Das war nun, war nicht sehr schön vom Layout her und es war vor allen Dingen nicht in den Shop integriert. Und ich bin jetzt seit ein paar Monaten bei HelpScout und das ist toll, ich kriege da keine Provision für, weil man eben durch verschiedene Zusatzerweiterungen dort, das auch mit dem Plugin-Shop, ich habe einen Easy Digital Download-Shop auf WordPress-Basis natürlich, dass man gleich sieht, was hat der Nutzer gekauft. Ja? Und manche Anfragen lassen das nicht so, also beinhalten nicht unbedingt, was der Nutzer jetzt eigentlich, also mit welcher Software er das Problem hat. Dann sieht man gleich, okay, was hat er gekauft. Ich sehe dort die Lizenzschlüssel, wenn Leute eben anfragen, wo ist mein Lizenzschlüssel, ich habe die E-Mail nicht bekommen, kann die Bestellbestätigung noch einmal senden, auch das passiert, dass sie nicht beim ersten Mal ankommt. Das hat mir viel Kleinkram so erleichtert. Dann ist es, ich finde es ein sehr schönes Layout bei HelpScout, sehr übersichtlich. Man kann Tags einrichten, Workflows einrichten, auch anderen natürlich ganz einfach dann Tickets rüberschieben. Ich habe mittlerweile noch 2 Leute, die mich unterstützen im Support. Also neben Zendesk, was auch ein großer Player ist, würde ich sagen, HelpScout ist, glaube ich, in der WordPress-Szene das System, was am meisten verwendet wird. Also ich weiß zumindest bei Easy Digital Download selbst und bei Yoast, dass sie das verwenden. Genau. Ich habe mich auch anfangs mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich ein Forum mache. Habe mich dann leiten lassen von einem Beitrag, den der Yoast selbst auch vor vielen Jahren mal geschrieben hat. Die sind ja selbst auch weg von einem Forum zu einer reinen E-Mail-Lösung. Und die Gründe für mich auch mittlerweile sind, also warum ich nicht jetzt doch nochmal anfange, ein Forum zu machen. Erstmal, auch in einem Forum bist du allein. Also du musst schon eine große Gruppe haben, dass plötzlich normale Nutzer anfangen, im Forum für dich den Support zu geben. Ja? Also wenn das funktionieren würde, dann hätte ich auf WordPress.org auch nichts zu tun, weil dann würden ja andere reinkommen. Und wenn das schon dort nicht funktioniert, dann wird das in meinem eigenen Forum auch nicht funktionieren. Dann habe ich keine Lust, jeden Beitrag zu moderieren. Es werden ja auch Login-Daten verschickt, es werden auch sehr individuelle Probleme verschickt und ich möchte nicht bei jedem Beitrag sagen, oh, das ist jetzt privat, das nicht. Den Aufwand möchte ich mir nicht machen. Und dann habe ich auch gesagt, ich versuche ja, sich wiederholende Anfragen irgendwie zu vermeiden. Ja, also ein Forum macht Sinn, wenn dort Probleme sind, die viele haben könnten. Und wenn ich aber mal gucke, was so reinkommt an Anfragen, dann gibt es entweder da schon Manual oder Tutorial oder es sind so individuelle Sachen, die da bringt es niemandem was, das öffentlich zu haben. Ja, zum Arbeitsaufwand. Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass
ich wusste, wenn ich so ein Plugin mache, dass Support wichtig ist. Also das soll man auch nicht unterschätzen. Mittlerweile ist die Hälfte der Zeit, die ich verwende, mindestens eben, also für das Plugin geht im Support drauf, mache ich nicht negativ. Deswegen kann ich jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, sowas zu machen und vielleicht noch allein ist, ja, eben sich bewusst zu machen, ob er das möchte. Ja, ich habe Beispiele gezeigt, dass man am besten sich in den Nutzer einfühlen muss. Es ist auch gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit anderen, also Support bekommen von anderen und ja, viele Probleme auch schon mal erlebt hat, vielleicht als Freelancer. Aber wenn man keinen Bock auf Leute hat, dann sollte man so ein Produkt nicht machen, weil Support ist immer ein wichtiger, großer Teil. Ja. Und damit zusammenhängt auch, ja, es ist eben, man hat mit Menschen zu tun und ich betrachte mich auch als jemand, der, wenn er eben so eine Nachricht bekommt, selbst sowas Offensichtliches wie das Discount me, I'm a student, der macht, also ich mache mir trotzdem erstmal Gedanken. Ja. Und es lässt einen auch nicht los, wenn man den Computer da mal zumacht. Und ich persönlich habe mir angewöhnt, irgendwie lieber morgens diese Support-Queue abzuarbeiten und in den Nachmittag dann weniger mich ranzusetzen und am Abend auch nicht mehr nochmal schnell meine Support-Nachrichten zu lesen, weil sonst nimmt mich das zu sehr mit. Also ihr müsst auch auf euch selber aufpassen, so Mental Health. Ja, das Support ist eben nicht, also man hat nicht so eine abgegrenzte Arbeitsumgebung, wo man nur mit Quellcode zu tun hat, der sich nicht ärgert und der nicht zurückschießt. Ja, vielleicht ist es auch sinnvoll, sich bei so einem Projekt, wenn man das vorhat, gleich jemanden zu suchen, der vielleicht den Support übernimmt, dass man, wenn einem das selbst nicht liegt, sich darauf konzentriert. Und dazu auch noch wichtig, also Support kommt von Tag 1. Es braucht immer so ein bisschen, bis die ersten Leute vielleicht so, gerade wenn man so ein Freemium-Modell hat, sich für die Premium-Version entscheiden, aber die Fragen kommen von Tag 1. Und da muss man sich eben auch überlegen, kann ich es mir finanziell leisten? Kann ich mir den Arbeitsaufwand für Support leisten? Ja, und was sind so Folgen von Support? Also klar, ich helfe den Nutzern, ja, ich löse die Probleme. Wenn ich auch guten Support gebe und das aber zum Beispiel in positiven Reviews auf WordPress.org sich widerspiegelt, dann habe ich gleich wieder mehr Downloads. Mehr Leute, die auch sehen, wie ich Support leiste, also wie persönlich ich bin. Und ich merke extrem, wie die Leute dann doch, also die meisten Support-Anfragen sind sogar so positiv, so I love your plugin und was auch immer. Und ich denke, das ist, weil die Leute sehen, öffentlich sehen, ja, dass der Support da ist und ihnen hilft. Das schafft also gleich eine Atmosphäre, die irgendwie viel freundlicher ist. Und das führt natürlich auch, wenn man ein Premium-Plugin hat, zu mehr Verkäufen, da bin ich mir sicher. Ja, es gibt viele, das sehe ich an Leute, die mich im Support kontaktiert haben, wegen der Frage in der kostenfreien Version, die ich unbegrenzt supporte, also da gibt es keinen, ihr müsst erst eine Lizenz kaufen oder so, die dann eben konvertieren zu einem langfristigen treuen Kunden, also wenn man das bei 2 Jahren schon sagen kann. Ja, bei mir, wie geht es weiter im Support? Ich habe ja schon erwähnt, ich versuche langsam mal Support-Aufgaben abzugeben, weil das ganz alles gut wächst. Baue jetzt ein Team auf und was mir wichtig ist, wo ich denke, dass nicht nur ich im Support von profitieren kann, sondern vielleicht auch andere, ist, dass ich gerne mit anderen Plugin-Entwicklern und Theme-Entwicklern, wo sich das so ein bisschen deckt, zusammenarbeiten möchte. Also ich habe gerade bei Themes sehr viele Anfragen, also dass mir die Leute richtig schreiben, ich benutze das und das Theme, funktioniert aber nicht, wo ich denke, dass wenn man mehr kooperieren würde, das gemeinsam lösen könnte. Ja? Ich werde auch immer gefragt, Mensch, kannst du ein Theme empfehlen? Also nicht immer, aber das kommt recht häufig vor, kannst du ein Theme empfehlen, was funktioniert für Anzeigen? Wäre schön, wenn ich was empfehlen kann und es wäre schön, wenn eben andere dann auch hoffentlich meine Anzeigenlösung empfehlen, wenn sie gefragt werden nach einer Lösung. Also wenn ihr da in dem Bereich arbeitet, dann kontaktiert mich gerne. Ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt mich in meinem Helpdesk kontaktieren über support.wp-advanced.com. Und ich würde mich freuen, wenn nicht nur Fragen sind, sondern der ein oder andere vielleicht auch mal eine Erfahrung aus dem Support Lust hat zu teilen mit den anderen. Vielen Dank erstmal.
So eine Aufgabe am frühen Morgen. Ja, bitte. Super, super Frage, weil hat extrem geholfen. Also ich hatte auch da, also inwieweit ich Erfahrung habe mit Videos. Und ich habe eine Weile regelmäßig Anfragen bekommen, Mensch, gibt es nicht irgendwie eine Videohilfe? Da hatte ich schon super viel Dokumentation geschrieben. Und da habe ich angefangen mit Videos, auch total simpel. Ja. Ich nehme mittlerweile den Quick Player von Mac. Damit kann man eben Screencasts machen, spreche das selber ein und zeige einfach nur, also nennt sich dann so zum Beispiel, wie erstelle ich die erste Anzeige und zeige das einfach nur, wo ich klicke. Kommt extrem gut an. Ja. Also da habe ich noch eigentlich zu wenig gemacht. Also ich müsste noch viel mehr machen. Ich will die demnächst auch gezielt im Plugin einbinden. Also dass man auf einen Link klickt im Plugin und dann wird das Video angezeigt, wo man es braucht. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, muss man auch nicht sagen, oh, ich muss da jemanden engagieren, der mir das macht, sondern die Nutzer sind dankbar, wenn da einfach nur irgendwas zu sehen ist und es funktioniert. Ja. Ja, also die Frage war, ob ich viele vorgefertigte Nachrichten habe. Also Help Scout hat eine Funktion für so eine Reply, also halt Entwürfe, so recycelbare Antworten. Da nutze ich einige für Anfragen, die wiederkommen, die sich auch nicht anders manchmal vermeiden lassen. Und was ich aber dann auch mache, ist, wenn die Antwort irgendwo in der Dokumentation ist, schicke ich immer den Link. Ich copy und paste nie aus der Dokumentation. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute dann auch nicht wiederkommen. Ich hoffe nicht, weil sie denken, ich bin unfreundlich, sondern ich hoffe, weil sie dann sehen, ach, da ist ja eine Dokumentation. Da wird ja meine Frage beantwortet. Ja. Also, ich habe grundsätzlich auch bei meinen freien Plugins, wo kein Premium-Modell noch hintersteckt, keine positiven Erfahrungen mit Spenden. Also auch keine negativen, aber es kommen einfach keine. Also ich halte es nicht für ein Business-Modell. Ich halte es auch nicht mal da geeignet, um das einen Abend ein Bier zu bezahlen, so nach dem Motto. Also ich würde nicht darauf bauen, dass Leute spenden. Es kommt vor, auch bei Advanced Ads, selbst als es dann schon ein Premium-Modell gab, aber ich denke, die Leute sind eher dankbar, also zeigen ihre Dankbarkeit auch mal, indem sie eben Upgrade kaufen. Aber jetzt war, glaube ich, da erstmal noch eine Frage. Ja, Bego. Ja, welche Erfahrung hast du mit dem Repository gemacht? Die Frage zielt darauf ab, dass im Repository viele auch diese kompatibel mit Versionen schielen und dann sagen, das ist ja gar nicht für meine WordPress-Version geeignet. War, dass jemand hier eine 5-Sterne-Bewertung Danke gegeben hat, weil es seiner Meinung nach hier überhaupt nicht funktioniert. Und das hat ihn ein bisschen irritiert, weil man erwartet, dass es auch wieder andersrum. Ja. Welche Erfahrung hast du denn da gemacht mit dem offiziellen Repository mit diesen drei Punkten? Weil das finde ich immer noch sehr verwirrend. Also, die Frage ist meine Erfahrung mit WordPress.org. Also mit der Plugin-Version, das kann ich, also habe ich noch nicht gemerkt, ja, dass jemand sagt, Mensch, da steht jetzt 4.5, aber wir haben doch schon 4.5.1, ja, seit gestern, glaube ich, oder? Habe ich noch nicht gemerkt. Advanced Ads selbst wird relativ häufig aktualisiert, also kleine Features oder Bug Reports, ich warte nicht immer, bis irgendwie ganz viel ist, sondern auch falls doch irgendwas nicht funktioniert, dann lieber mehrere kleine Aktualisierungen und dann dadurch aktualisiert sich der Rest eben auch mit. Ne? Reviews auf WordPress.org sind, glaube ich, ein Thema, da kann man auch nochmal sich sehr kontrovers unterhalten und nicht, dass ich mir dachte, dass die Frage aufkommt. Aber
Ja, sowas kriege ich, habe ich dann auch schon bekommen. Das Problem, ich finde es gut, dass Reviews existieren auf WordPress.org, sie geben eine Orientierung, aber wenn du als Plugin-Entwickler sowas bekommst und bekommst auch auf deine, ich denke, sehr freundliche Rückfrage keine Antwort, hast du Glück gehabt, dass du 5 Sterne bekommen hast? Ja, aber also das sind so Sachen, die lassen mich, also die will ich eigentlich abends nicht mehr lesen, weil dann kann ich nicht einschlafen. Oder ja. Hast du drin, du kannst ja nichts ändern. Nee, du kannst nichts ändern. Du kannst, ich hatte auch schon mal ein wirklich beleidigendes Kommentar in einem Review. Da habe ich einen Moderator aufgesetzt. Du kannst ja so einen Mod-Tag setzen und dann gucken die sich das an und dann haben die zumindest den Teil entfernt. Und das muss ich mir nicht geben, ja, wenn dann steht und so. Ja. Aber die Bewertung steht erstmal da. Ja. Schicken die Leute bei deinem Plugin dieses Works for Me an? Nee. Also, ach so, ob die Leute das Works for Me, die Funktion anklicken. Ich hatte ja schon gesagt, ich aktualisiere relativ häufig. Das heißt eigentlich, das ist ja immer nur für die aktuelle Version. Ich klicke das selber an. Aber ich glaube, es hat noch nie jemand anderes gemacht. Ja. Also das halte ich für ein Feature, was man, glaube ich, also was niemand vermissen würde, wenn das weg wäre auf WordPress.org. Also da, ich gucke eher, und ich denke viele andere auch, wann es zuletzt aktualisiert wurde. Weil wenn es zuletzt vor 2 Jahren aktualisiert wurde, das gibt ja auch so einen Hinweis, sage ich mal. Ja. Okay, weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich habe noch einen. Great Plugin, alles super. Und dann geht es in dem Fall, das war relativ lang, der wünschte sich 2 weitere Platzierungen. Die eine gab es davon aber schon in der Premium-Erweiterung und die andere, naja, das ist eigentlich ein Feature-Request. Das ist so etwas, wo ich auch emotional mit zu tun habe. Oder wo ich es kompliziert finde, vielleicht eher ein Hinweis auch an Nutzer. Versucht nicht über schlechte Reviews ein Feature zu erzwingen. Oder zu erzwingen, dass euch jemand antwortet. Das finde ich ist ein schlechter Stil. Ihr könnt es, also probiert es bitte erstmal in dem Support-Forum. Wenn euch da nicht geantwortet wird, dann überlegt, ob ihr eben Review schreibt, ist toll, aber könnte besser supportet werden. Aber wenn der Erstkontakt über einen nicht perfekten Review erfolgt, das ist irgendwie, finde ich persönlich nicht fair. Ja, bitte. Was man eigentlich von Zeichen und Labels, der den Support auslösen kann oder auch nicht, machst du da so Tests mit verschiedenen Namen, überlegst du, funktioniert eins besser oder nicht? Nee. Erstmal überlege ich mir, bei jeder Option muss sie da sein. Es gibt Optionen, wenn ich darüber nachdenke, die können auch im Hintergrund funktionieren. Ja, also ich habe zum Beispiel einen in einem Tracking-Plugin eben auch mit Caching, das ist eine Herausforderung, das haben wir aber gelöst, aber gab es eine Sache, wenn Memcache aktiviert ist auf dem Server, dann muss man eine Option klicken. Wenn es nicht funktioniert, das geht leider nicht automatisch, aber dann wird eben diese Option nur angezeigt, wenn Memcache überhaupt auf dem Server ist. Also alle anderen, die keinen Memcache haben, diese Option auch nie anklicken müssten, die sehen es einfach nicht. Und so versuche ich das zu machen. Ja. Und dann heißt diese Option auch nicht, also im Untertitel steht schon Memcache irgendwie, aber die Option heißt nichts Kryptisches, sondern sie heißt einfach, wenn die Statistik nicht funktioniert, klicke hier. Ja. Also aber das meine ich nicht negativ. Also wer eben nicht Techniker ist, sondern Publisher, und dafür ist WordPress ja auch da, der soll es ja auch trotzdem nutzen können. Ja, also das ist die Balance zu halten zwischen gut ausführlich erklären und aber irgendwie sinnvoll sein ist schwierig. Aber Tests mache ich nicht, weil ich wüsste nicht wie. Also ich kann es für eine Weile einstellen, ein Label, und dann gucke ich, was passiert. Und dann, wenn es, ja, aber das mache ich eh. Also wenn ich merke, ein Label oder eine Funktion wird missverstanden über einen gewissen Zeitraum, dann mache ich mir Gedanken, wie ich das ändere. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich bin ja auch noch hier den ganzen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und genießt die anderen Vorträge.